Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es weiter an meinem JDM-Projekt Subaru Impreza. Wir haben schon viel dran gemacht, es sieht noch nicht nach viel aus, aber heute passiert etwas, das wird man definitiv sehen. Ich habe diesen Wagen ja vor knapp 6 Jahren bereits das erste Mal in meinem Besitz gehabt und als ich ihn zurückkaufen konnte, war mein Plan, diesen Wagen so zu bauen, wie ich es früher immer wollte. Und einen ganz großen Traum, den ich hatte, der aber absolut nicht erreichbar und greifbar damals war, war schon immer ein komplettes Breitbau Bodykit. Das ist ein gebrauchtes Kit. Es ist aus Russland, also es ist ein Nachbau-Kit. Bin gespannt, wie es passt und das mit der Einfahrung wird auch noch spannend. Aber das sind Themen, um die kümmern wir uns irgendwann. Jetzt wollen wir das erstmal verbauen. Ich habe das bei der Tuning World am Bodensee im Mai, da habe ich das quasi gekauft. Die Jungs haben das mitgebracht. Wir haben es von einem Transporter in den nächsten geladen und seitdem liegt das nun hier und heute ist der große Tag, an dem wir anfangen, dieses Kit an meinen Wagen anzupassen. Wir haben eine absolut wilde Heckstoßstange mit einem integrierten fetten Diffusor, die Verbreiterung für den hinteren Radlauf, einen fetten Seitenschweller, Verbreiterung für die vorderen Kotflügel und natürlich auch eine andere Stoßstange, die auch echt massiv wirkt. Also im Vergleich zur Originalen, wir können es nachher anschauen, ist das schon eine andere Hausnummer. Es wird sehr extrem, also dezent ist was komplett anderes, aber das war schon immer mein Plan an dem Wagen und ich bin froh, dass ich es jetzt umsetzen kann, dass ich jetzt die Möglichkeiten habe, nach so vielen Jahren genau das zu machen, was ich früher immer wollte. Es ist ein gebrauchtes Kit, das heißt, es hat auch schon die ein oder anderen Schäden und ist nicht perfekt, ja. Aber ich denke, wir kriegen es hin, das ordentlich anzupassen, das irgendwie schick auf diesen Wagen zu knallen. Dafür haben wir auch andere Türen bekommen, denn ihr wisst ja, der Wagen hat sehr, sehr viele Beulen und Dellen. Keine Ahnung, was sie damals gemacht haben. Wahrscheinlich durch den Acker gefahren. Und die Türen sind eigentlich am schlimmsten. Also man sieht es jetzt recht schwer, weil es so staubig ist, aber wir haben super viele kleine Dellen hier drin. Wir haben die hinteren Türen von diesem Wagen, wo das früher verbaut war. Wie gesagt, das ist ja gebraucht, war schon mal montiert. Die haben wir dazu bekommen. Das hier ist eine der beiden hinteren Türen. Wie gesagt, der Zustand wesentlich besser und auch hier schon die ersten Löcher mit den Einziehmuttern. Das heißt, wir montieren diese Tür zusammen mit dem ersten Teil der Verbreiterung und hoffen, dass wir anhand dieser Verbreiterung dann den Rest gut an den Wagen kriegen, sodass alles dann irgendwie passt. Neue Tür ist drin. Wir haben direkt geschaut, dass die Spaltmaße gut passen, denn wir passen jetzt natürlich das Bodykit auf diese Tür an. Wenn die Tür jetzt schräg hängt und das ganze Bodykit am Schluss darauf angepasst ist, dann haben wir ein Problem. Deswegen haben wir da ein paar Minuten jetzt genutzt und es hat geklappt. So, das erste Teil kommt jetzt dran. Das große geht an die Tür. Genau, das ist halt auch bei einem Fünftürer, ne? Fünftürer Breitbau ist immer so gebaut, dass man die Türen eben noch aufkriegt. Jetzt kriegt man das erste Mal auch einen Eindruck, wie breit das Ding am Ende wird. Mit diesem Kit. That ass. Und ich meine natürlich den hier. Das ist jetzt das Schwierige, glaube ich, dass wir es schaffen, dass es hier quasi perfekt bündig liegt. Das wird schwierig, ne? Das ja. Die Kamera aus, mach schlachig, okay? Du darfst jetzt auch schon lachen. Warum? Passt nicht. Ja, wenn ich halt das hier schon sehe. Hier so, dann ja, aber ich bin ehrlich, das sind die Parts, die bei den meisten Bodykits nie zu 100% sind. Und wir versuchen das so nah zu 100% wie möglich zu kriegen. Gerade bei so 5 Türern ist das halt echt belastend. Also 50%, ne? 50? Sagen wir 55, weil dann wird aufgerundet. Ab über 50 wird aufgerundet. So kann ich jetzt eigentlich schon fast leben mit. Ja, das sieht doch ganz gut aus, der Spalt. Also, die Seite ist jetzt mal angeklebt nur, damit wir aber wissen, dass die Löcher hier richtig gebohrt werden, die ersten, wollen wir die neue Heckstoßstange montieren. Der alte Träger, der hat die besten Zeiten hinter sich, komplett durchgerostet. Ich habe hier gegönnt, und zwar ein Neuteil, Original Subaru, made in Japan, straight out of Japan. 150 Euro, glaube ich, vorne dasselbe. Und idealerweise passt jetzt hier die Stoßstange perfekt drauf. Denn die Stoßstange, ich sage euch, wie es ist, ist eigentlich mein Highlight von diesem Bodykit. Schaut euch mal, oh mein Gott, dieses fette Teil an. Also könnte schon, also wenn man sie nur so sieht, könnte man meinen, das gehört zum Raumschiff und wir heben gleich ab. Aber ich glaube, zusammen mit dem Breitbau wird das eine sehr extreme Nummer. Deswegen hängen wir die jetzt zusammen mal drauf und hoffen, dass das mit den Seitenteilen irgendwie passt. Oh mein Gott. Also wir haben hier beim Träger nochmal ein bisschen was weggeflext, ne, an dem neuen Teil. Aber, weil wir hier anstanden, aber jetzt konnten wir sie ranschieben und was soll ich sagen, also das ist schon schön bündig hier eigentlich. Und sieht halt absolut crazy aus. Alter. Also da fehlt noch eine dicke Tröte. Ja. Definitiv. So ein richtiges typisches JDM-Rohr. Genau. So muss es sein. Alter. Schräg raus. Titan. Wir träumen. Ihr merkt es, Leute. Wir träumen schon. Aber ganz ehrlich, mach mal die Haube zu. Die Heckklappe. Oh. Alter. Aber
Aber der bleibt, oder? Der Spoiler, das ist noch ein Thema, das ist noch offen. Müssen wir nachher diskutieren. Ich stehe auch auf den originalen Spoiler. Es ist einer dabei. Wir schauen uns an. Den habe ich nämlich auch gesehen. Wir schauen uns das nachher an. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass das alles hier so gut passt. Krass. Sau gut. Sie haben die Ehre, mein Freund, das erste Loch zu bohren in meinen Wagen. Wir haben das jetzt nochmal genau auszentriert, dass das hier perfekt passt. Mit Schlag? Ohne Schlag, bitte. Was für eine Frage, Bruder. Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jo, man sieht's überall. Jetzt können wir durchbohren. Oh, Alter, hier, genau auf der Schweißnaht, ne? Ja, also das Seitenteil ist eh hinüber. Also euch sollte bewusst sein, ne? Das muss im Nachhinein natürlich auch noch rausgeschnitten werden. Das ganze Bodykit bringt uns ja nichts, wenn dann die neuen Felgen, die natürlich auch breiter sind, hier anstoßen. Das heißt, wir werden hier noch mit der Flex rangehen. Das tut mir auf der Seite wenig weh, denn das Seitenteil ist eh Schrott. Aber die haben halt innen auch geschweißt. Ne? Wir gucken dann mal, wie das aussieht, wenn wir das rausflexen. Wir müssen das ja irgendwie wieder zukriegen. Naja, wird noch spannend. Jetzt bohren wir erstmal die Löcher, um das Bodykit anzupassen und zu montieren. So, erste Einziehmutter. Vorsichtig. Wichtig ist einfach fest genug, dass sie sich nicht mehr mitdreht, aber nicht zu fest, dass das Gewinde sich nicht frisst. Wir verschrauben das jetzt erstmal provisorisch hier ohne U-Scheiben oder irgendwas. Da suchen wir uns natürlich noch richtig sexy Hardware dann, um das Final zu verbauen, aber das kommt noch fünfmal dran und wieder ab. Also das hat auf jeden Fall noch Zeit. Also ich denke, mit dem Fitment hier kann man leben. Das ist euch echt schön bündig hier alles dran, bis nach unten. Jetzt als nächstes geht es natürlich um die Stoßstange, aber das kann man auf jeden Fall schon mal so lassen. Aktuell sind wir dran, die Heckstoßstange hier final zu verbauen. Der neue Träger, der hat hier natürlich noch nicht an den richtigen Punkten die Löcher. Wir haben sie uns jetzt mal markiert, hier einmal durchgebohrt. Die sind vom Vorbesitzer. Die sieht man dann nicht, wenn die Heckklappe drüber ist. Deswegen nutzen wir die auch wieder. Das heißt, ich nehme den Träger jetzt nochmal ab. Dann können wir die Löcher hier schön reinbohren. Dann verschrauben wir die. Und dann geht es nur noch darum, das irgendwie hier mit den Seitenverbreiterungen zu verbinden. Und dafür bauen wir eigene Halterungen aus Alu. Chris ist hier schon dran. Wir haben ein bisschen Alu gekauft, um uns eine Halterung zu bauen. Denn, wie man sieht, das, wo mal befestigt war, ist ausgerissen und das ist alles nicht mehr geil. Wir schrauben hier eine Aluplatte drauf und dann sollte das passen. Das Heck ist dran und ich bin überwältigt. Freunde, es sieht einfach nur so aggressiv aus. Damit wir jetzt weiter nach vorne kommen, nehmen wir die Kotflügel ab. Denn die müssen natürlich auch ausgeschnitten werden eigentlich. Und zwar nicht nur hier, sondern bis hier nach hinten. Das neue Bodykit rutscht dann hier rein. Aber wir haben auch die Kotflügel bereits ausgeschnitten mitbekommen zum Bodykit. Das heißt, auch hier sind schon die Einziehmuttern drin. Das ist super. Also montieren wir einfach diesen Kotflügel, der bereits ausgeschnitten ist, montieren da die Verbreiterung drauf und haben dann eigentlich alles, was wir brauchen, um den Schweller hier in der Mitte perfekt anzupassen. Seitenschneider. Kommt. Seitenschneider. Fuck, wo ist er? Hier ist er. Danke. Es ist ein Junge. Also man sieht jetzt hier auch schon im Vergleich zum Originalen, hier oben wurde gut was rausgeschnitten und eben die Kante hier, die braucht es gleich für das Bodykit, was wir drauf montieren, im Vergleich zum Originalen. Ja, ihr seht es, da musste schon gut was weg, aber das ist eben wichtig, damit wir dann später mit den breiten Felgen und der Tiefe, die wir haben, auf jeden Fall noch die Freigängigkeit haben, um irgendwie zu fahren. Ui. Dann wir setzen das mal an und dann schauen wir, was wird. Die passen nicht. Haben wir die falschen Schrauben gekauft. Was? Die sind zu klein. Hä? Hat er hier andere Hülsen drin? Ist das M6 oder haben wir M5 gekauft? Machen wir jetzt nicht schwach. Ich glaube, wir haben M5 gekauft. Danke, Marvin. Du warst auch dabei. Wir waren zusammen im Baumarkt. Mensch. Ja, es ist kurz vor 10. Ich glaube, da hat keiner mehr offen. Oh, morgen ist Sonntag, ne? Ja. Oh nein. Fuck. Wir brauchen noch viele, auch hier unten. Warte, regeln wir. Okay, wir regeln jetzt.
Es ist der nächste Tag, wir sind zurück und haben tatsächlich ein paar M6 Schrauben regeln können. Wir haben den Schweller jetzt nochmal abgenommen, denn aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass wir hier hinten, das ist ja alles mehrteilig und beweglich. Das heißt, wir haben dieses Teil, das fittet schon ganz gut. Und hier haben wir dann auch noch den Schweller. Das heißt, das muss ja über den Schweller drüber kommen. Deswegen machen wir da jetzt ein bisschen größeres Langloch, dass wir ihn hier runterdrücken können, bevor wir ihn hier in diese Einziehmutter verschrauben, die ich bereits hier reingezogen habe. Seitenschweller ist jetzt mit zwei Schrauben mal fixiert. Einmal ganz hinten hier drin und einmal hier vorne. Die restlichen Löcher werden jetzt noch hier mit Gewinden bzw. Einziehmuttern versehen. Ich versuche den hier so ein bisschen runterzudrücken, dass auf jeden Fall die Tür dann aufgeht, weil das ist hier echt eine knappe Nummer. Aktuell funktioniert's und hoffentlich auch gleich, wenn die Schrauben drin sind. Schweller ist dran, Leute. Schaut es euch an. Wie fett sieht das aus, ey. Und das Beste ist, wir kriegen die Türen auf, ohne dass irgendwas schleift. Hier auch. Hat was gebracht, das Wegnehmen hier unten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wenn der Schweller hinten dann nachher noch hoch. Ja, stimmt. Der muss dann noch einen Ticken hoch. Und dann passt. Ja, ihr seht das? Da fehlt uns noch irgendwie Stabilität. Ich denke, da bauen wir uns dann, wenn der wieder auf der Bühne ist, von unten ein Alu-Profil vom Unterboden, welches dann gegen den Schweller drückt, damit uns das hier ein bisschen den Schweller hochholt, damit der Winkel dann auch noch passt. Aber hier ist jetzt mal alles fest und es sieht richtig, richtig wild aus. Als nächstes kommt unsere neue Frontstoßstange dran. Auch hier der Träger, der hat schon bessere Zeiten gehabt. Den habe ich auch neu besorgt. Ebenfalls Originalteil, also sollte perfekt passen. Und wenn der drin ist, können wir hier unsere massive Frontstange montieren. Dann mach diesmal das Gewinde nicht kaputt, bitte. Vielleicht schraubst du Schrauben. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Vielleicht schrauben sie erst rein. Nee, ich mach das jetzt direkt. Okay, gut. Ich richte nach, dass das Gewinde wieder passt. Ja, das ist Feingewinde. Da musst du halt Gefühl haben, Chris. Hat halt nicht jeder. Ja, dann mach doch mal. Zeig doch mal dein Gefühl. Nee, Finger weg, Freundchen. Dieses Riesenteil kommt jetzt dran. Ich glaube, das wird das ganze Kit noch mal krass verändern. Ich bin ja echt gespannt. Brauchst du Hilfe oder kriegst du draufgeschoben? Oh mein Gott. Digga, weißt du, früher, wenn du Need for Speed gespielt hast und du wolltest volle Punktzahl, alter Schwede, das gibt dir die Sterne, die du willst. Alter, ich krieg ja gerade richtig Vibes, Mann. Oh mein Gott, guck dir das an. Ja, jetzt kommt's drauf an, wie passt die? Ah, sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich, ne? Oh mein Gott. Wir müssen noch mal ein bisschen anpassen. Die Stoßstange muss noch einen Ticken nach vorne. Also haben wir das Loch ein bisschen erweitert. Schieben wir sie vor und ziehen es fest. Ja, davor hatten wir hier die Kante quasi noch. Aber ich glaube... Ja, Digga. Jetzt ist perfekt. Krass. In meinen neuen teuren Träger bereits reingebohrt. Hier 4 Einziehmuttern für die vorhandenen Löcher. Das heißt, jetzt können wir die das erste Mal fest verschrauben. Dann geht die auch nirgends mehr hin, denke ich. Okay, was soll ich sagen? Es ist alles dran. Wir standen jetzt hier gerade die letzte halbe Stunde einfach nur vor diesem Wagen und haben ihn uns von jedem Winkel irgendwie minutenlang angeschaut. Es ist unglaublich, dieser Wagen. Ich würde mal behaupten, ist dieses Wochenende einen ganz, ganz großen Schritt weiter in Richtung asozial und extrem gegangen. Ich fühle es gigantisch. Ich könnte nicht glücklicher sein und seht selbst. Ich bin gespannt über eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Kit auf meinem Subaru. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Turn it way up. Turn it way up. Crank that volume, turn it way up. Was soll ich sagen? Ich kann mich gut erinnern, wie ich vor knapp 6 Jahren mit diesem Wagen in der Blechgarage stand und meine damalige Stoßstange mit der Spraydose lackiert habe, hier irgendwie so 50 Euro eBay Haargurte verschraubt habe, einfach nur mit dem Traum, irgendwie einen geilen JDM-Wagen zu fahren. Und der Wagen war auch echt geil damals. Wir hatten so günstige 300 Euro RH irgendwas Felgen drauf und ein Gewindefahrwerk verbaut. Das war es eigentlich und ich war super glücklich. Natürlich hatte ich damals auch andere Träume, aber ja, es waren halt nur Träume, denn das war für mich damals nicht
nicht greifbar, irgendwie so ein komplettes White-Body-Kit hier zu verbauen. Das dann irgendwie auch legal auf die Straße zu kriegen. Ich meine, das ist in Deutschland leider auch mit viel Geld verbunden, denn ja, so wirklich, wirklich eine ABE hat das halt nicht, ne? Da wird auf jeden Fall eine Einzelabnahme notwendig sein. Ich bin natürlich, bevor ich das Ding hier zerflext und Löcher reinbohr, schon im Kontakt gewesen mit diversen TÜV-Prüfern. Es ist immer eine Sache, wie es verbaut wird. Deswegen geben wir uns da auch echt viel Mühe und bauen noch Streben ran, dass das wirklich komplett stabil ist, da nichts rumbabbelt. Und dann können wir das Ding wahrscheinlich so, wie es dann am Schluss dastehen wird, auf der Straße fahren. Und das ist definitiv mein Plan, mit dem Ding auf Achse auf diverse Treffen zu fahren. Ich kann es kaum abwarten, Freunde. Ey, ich kann mich nicht satt sehen. Schaut es euch an. Oh mein Gott, ist das geil. Natürlich wirkt das ganze Kit nochmal viel, viel krasser, wenn dann die richtigen Felgen in der benötigten Breite drauf sind. Auch die Höhe vom Fahrzeug muss natürlich angepasst werden. Innenraum ist auch noch ein übles Thema aktuell. Also da ist auch noch viel, viel Arbeit. Aber wir sind auf einem verdammt guten Weg, Freunde. Ich meine, man muss sich das dann alles in einer Farbe vorstellen. Ihr wisst natürlich noch nicht, welche Farbe ich hier wähle. Ich bin zu 99% sicher mittlerweile mit der Farbe. Und ich denke, die Farbe passt dann auch zum extremen Look. Definitiv. Es wird eins der wildesten Autos in meinem Fuhrpark. Davon kann man mittlerweile ausgehen. Aber ich wollte das schon lange machen. Und wenn nicht mit diesem Wagen, mit welchem, dann? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt über eure Kommentare und eure Meinung zu diesem Umbau. Denn ich bin mir fast sicher, dass sich hier die Meinungen wieder spalten werden. Denn ja, so ein rangespackstes Breitbau-Kit, entweder man findet es geil oder man findet es halt echt schrecklich. Ich persönlich, bin ganz ehrlich, fühle sowas schon immer extrem. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es nun endlich hier bei Eagle Rush mal soweit ist und ich sowas machen kann. Ich freue mich auch, euch hier weiter mitnehmen zu dürfen. Also schaltet doch nächstes Mal gerne wieder ein. Danke für eure Treue, danke für euren Support, dass ihr teilweise so viele Jahre schon hier dabei seid. Lasst uns das noch lange so weitermachen. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht es gut.